die Idee, diese beiden Stücke zu kombinieren, kam, könnte ich sagen, ganz spontan. Also das war überhaupt am Anfang kein dramaturgischer Gedanke dahinten. Ich wollte immer unabhängig voneinander diese zwei Stücke machen. Ganz intuitiv dachte ich, vielleicht können sie zusammenpassen, weil sie einfach so im ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Die sind so unterschiedlich, aber dabei sehr eigenständig. Also sind zwei unterschiedliche eigenständige Sonnensysteme. Mit natürlich einem Leitfaden sozusagen, das ist die Liebe, das ist die Einsamkeit, das ist das Verlassen, das ist die Ankunft, der Abschied, der Tod. Konstantin Diskridis hat diese Idee gehabt, diese zwei Stücke zusammen zu machen. Und meine erste Idee war, wow, das ist sehr merkwürdig. Ich habe nie eine Kombination gesehen oder gehört. Meine erste Reaktion war auch zu sagen, hör mal, wir sollen vielleicht die zwei Stücke verbinden, dann dramaturgisch. Und dann sehr schnell, Konstantinos und ich haben beide gesagt, nein, das gehe ich nicht. Es soll absolut zwei verschiedene Stücke, sie sollen zwei verschiedene Inszenierungen sein. Das Bühnenbild und die Kostüme für Dido hat nichts zu tun mit der Blaubartwelt. Weil Aeneas, das ist super, weil ich möchte natürlich, dass man hatte Schönheit und hinten auch. Ja, hinten auch. Das ist kein Problem. Und dann oben. Ja. Das ist kein Problem, das ist wunderbar. Ein gutes Kostüm soll bestimmt nicht nur schön aussehen. Es soll eben richtig aussehen für die Figur. Es soll halt auch was über die Figur erzählen. Aber das ist eben mehr eine inhaltliche Frage, die man meiner Meinung nach eher an den Kostümbildner und die Regie richten sollte. Wir sind dafür da, die Ideen der Künstler eben so umzusetzen, dass technisch alles funktioniert. Wir müssen dann zwischen diese Ästchen lose Blätter noch machen, damit es ein dichter wird. Bei Blaubart gibt es Wünsche, dass die Kostüme viel können müssen, dass es Spezialeffekte gibt. Das Kunstgewerbe hat eben an diesen Blättern mitgearbeitet, Blätter aufgenäht bei diesen Ranken. Der Gewandmeister hatte eben die Idee, das mit diesem Netzstoff zu probieren, weil er sich davon eben einen besseren Effekt versprochen hat. Und es kam dann auch so, dass das einfach viel richtiger aussah mit dem Netz. Bei den anderen Blaubart-Kostümen war die Maskenabteilung sehr involviert. Es tropft, es schwebt, es riecht, es klingt. Es ist alles zu tun mit den Sinnen. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass der Burg ist Blaubarts Körper. Judas Reise in sein Burg ist eine Reise in seine Körper oder ein Versuch zu finden, eine Verbindung zwischen seiner Seele und seinem Körper. Herausforderung ist, dass ein Stück kommt von Barock und ein Stück kommt von der Modernen. Und die Musiker sind so offen, sie machen das, glaube ich, mit so großer Freude, dass sie so diese unterschiedlichen fast Instrumente spielen, weil Darmsaiten und Barockgeige mit Barockbogen ist ganz was anderes als eine moderne Geige mit Metallsaiten. Von Liebe und der Komplexität von Liebe ist natürlich ein Urthema, weil es interessiert uns, weil wir haben eine emotionale Verbindung mit das. Wir sitzen da und wir sehen und hören unsere Leben da. Das ist, was ist so fantastisch mit Oper, dass man kann eine persönliche Beziehung mit dem Stück haben, mit Gefühlen und Emotionen.
obwohl die Geschichte oder das Stück ist weit weg von unserem täglichen Leben. Aber das ist, was macht es wichtig und interessant, ich denke.